Hi Leute, willkommen zurück zu You Will Die Here Tonight. So. Wir haben wieder unser Dovi hier und ich muss was zugeben, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Weil ich habe, als ich die Schrotflinte holen wollte, zwei Leute verloren. Ihn und Kowalski, also die Medizinerin. Und das sind mir die liebsten Charaktere und da habe ich jetzt halt nochmal eine Stunde nachgespielt. Bei mir ist was entgangen, beziehungsweise habe ich was falsch gemacht. Und noch was ich jetzt mal ausprobieren möchte. Ich habe nämlich noch einen Code bekommen. Am Anfang bekommt man ja den Cupcake und dann habe ich danach im Labor mit Kowalski geredet, mit Frau Doktor. Die habe ich sterben lassen jetzt übrigens, weil die war ja schon tot, der Fairness halber. Und dann habe ich der Ratte den Muffin gegeben und habe dafür einen Code bekommen. Der hat an ihrem Hals gehangen. Ich habe es leider nicht aufgenommen, sorry. Aber wir probieren mal, ob das jetzt hier passt, die Kombination. Das war nämlich 0798. Und es passt. Sehr gut, du nimmst alles, was drin ist. Ein seltsamer Injektor. Der ist dem Equipment hinzugefügt worden. Use for Rapid Self Administration of Known and Unknown Solutions. Kann ich dir vielleicht... Warte mal. Du hast keinen Health-Slot frei. Alles klar, da kann ich jetzt das Zeug reinfüllen. Macht ja Sinn. So, jetzt hol ich mir die Schrotflinte. Also, wenn ich jetzt sterbe, dann... Ganz ehrlich, dann lasse ich es halt. Ich will nicht nochmal so ewig nachspielen jetzt alles. Es war sehr spaßig, das Nachspielen. Aber ich glaube, ich habe alles so gemacht, wie es vorher schon war. Ja, ich habe mehr Munition. Okay. So. Hier. Und es gibt einen entscheidenden Hinweis. Ich werde es euch mal zeigen. So. Ich habe es halt beim ersten Mal falsch. Ich sag's gleich. So. Ich will sehen, wie dieses verdammte alte Haus mich aufhalten will mit einem Boomstick in meinen Händen. So, da steht, The spirit of vengeance is patience. Also der Geist der Vergeltung ist Geduld. Nein, ich nehme die nicht. Und hier ist das Rätsels Lösung. Da liegt ein Triple Sec. Und da steht auch Triple Sec drauf. Also 3 Sekunden muss man warten. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich bin nämlich beim ersten Mal direkt runtergerannt. Beim zweiten Mal habe ich zu lang drauf gestanden und habe dann Panik bekommen. Und wenn man dann runtergeht, ist man auch tot. Also man muss wirklich genau wohl 3 Sekunden warten, hoffe ich, dass es passt. So, ein Mechanismus wird ausgelöst. 1, 2, 3. Oh! Ich habe die Schrotflinte. Und 16 Schuss. Alter, das hat echt funktioniert, ne? Ich habe gerade so ein bisschen Herzklopfen. So, wir gucken mal. Gibt es hier noch was? Ich habe hier alles aufgeschlossen. Den habe ich getötet. Da fehlt mir ein Pfeil. Das ist die Kiste. So Leute, wie gesagt, wenn jetzt jemand stirbt, dann ist es halt leider so. Aber ich will halt nicht unnötig Leute verheizen. Und das war echt dumm von mir, dass ich da 2 Leute getötet habe. So, ich muss noch das mit dem Schild hier anscheinend, aber ich weiß nicht, wie ich das Schachrätsel jetzt lösen soll. Warte mal, hier nebenbei ich auch noch nicht. Genau. Oha. Ich schließe jetzt einfach mal die Türen auf und gucke mal rein. So. Ist voll, oder? Sie? Ja. Die Statue steht genau an der Kante des Balkons. Ja, aber ein Geländer hält sie davon ab, runterzufallen. Schade, das wäre jetzt wie Resident Evil 1. Und was regt deine Aufmerksamkeit? Magnum Bullets. Aha. Ein Steinbock. Aha. Könnte oder könnte. Ja, Steinbock sein. Tiger. Ein Tiger. Oh, da ist eine Magnum. Oder? Ist eingerahmt in furchtvoller Symmetrie. Furchtsamer Symmetrie. Was haben wir hier? Ein Bär. Das regt deine Aufmerksamkeit. Peaceful Wonder. Also ein Bär wurde posiert in friedlicher Dingens. Ein stehender Bär. Und hier haben wir... Was? The deer anxiously nuzzles a doe. Also ängstlich. Warte mal. Das sind ja Gefühle hier. May not be in areas. Der Tiger ist furchtsam. Take the trophy.
Nee. Ich habe ein bisschen Schiss. Das ist wieder so ein totes Ding hier, ne? Was? Ach, die Tür ist von Schutt versperrt. Ram. May not be in areas. Also ein Bock könnte oder könnte kein Steinbock sein, sozusagen. Ich weiß. Oh, jetzt geht mein Wecker. Oh, ganz kurz, Sekunde. So, ja, war nicht mein Alarm, ich wurde kurz angerufen. Meine Uhr hat sie irgendwie nur. Ich ziehe jetzt mal die Uhr aus, das nervt. Die ganze Zeit brummt und vibriert das Ding. Hoppala. Und dann schmeiße ich es dann auf den Boden. So. Was machen wir jetzt hier? Nimm die Trophäe. Nein? Was ist das überhaupt alles? Ist das der Bock? Das sieht aus wie ein Bär, das sieht aus wie ein Elch und das sieht aus wie ein Nashorn. Ich weiß aber nicht, was für eine Reihenfolge das jetzt... Warte mal, steht hier irgendwas? Ah! Also, die Kombination dieser dünnen, aber stabilen Stäbe hält die Magnum an Ort und Stelle. Und da steht... Hörner vor Ohren, Haut oder Fell vor Scheren, oder, nee, was ist hier? Geweihe? Steine vor Speeren. Oder Stöcke vor Speeren. Also dieser Raum erinnert mich daran, wie ich über Tiere lernen musste in der Schule. Ich bin die ganze Zeit aus der Klasse gelaufen, aber sie haben mich immer wieder eingesammelt und zurückgebracht. Magnum Poem. Horns before ears, in before shears, sticks before spears. Oder spears. Before Britney Spears. Das, wenn ich jetzt was falsch mache, sterbe ich dann wieder. Es ist so scheiße, man stirbt ja so schnell. Warte mal, ich mache mir da mal vielleicht Notizen. So. Warte, ich schreibe mal auf. Hörner vor Ohren, also Hörner, Pfeil, Ohren. Haut. Skin before Shears. Was sind Shears? Moment, ich muss das jetzt mal. Nicht, dass ich hier was falsch übersetze, aber. Ja, Alarm. So. Ich weiß, dass jemand angerufen hat. So, Shears. Schere. Also doch Schere. Shears. Haut vor Schere. Das verstehe ich nicht so ganz. Steine vor Speeren. So. Also Hörner. Die kommen wohl zuerst, hä? Aber das Nashorn hat ja auch ein Horn. Das ist eine... Ach, warte mal, das war gar kein... War gar kein Bär, das ist eine Löwin. Sleek Lioness Woodland Moose. Ach, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Seht ihr doch... Ja, Piercing, also wie Spares. Warte mal. Wo, also Woll, Wollen. Lioness, Sleek Lioness. Und Woodland Moose, also Holz. Also Hörner. Warte mal, Hörner vor. Also auf jeden Fall kommt Wolle. Skin. Das gibt's doch gar nicht. Horns before ears. Also Hörner vor Ohren, das heißt. Skin before Shears und Sticks before Spears. Also Wood, ne? Ach man, ey, ich muss... Ich schreibe mir das alles nochmal... Warte. Elch. Elch hat Hörner. Es ist so kacke gerade. Warum kriege ich das nicht auf die Kette? Also Holz. Warte mal, Elch. Elch hat Geweih. Und ist Holz.
So. Lioness, League. Was ist noch was League? Glatt. Also glatt ist die. Eine glatte Löwin. So, Skin before Shears. Haut vor Schere. Macht überhaupt keinen Sinn. Horns before Ears. Skin before Shears und Sticks before Spears. Also Holz, Woodland. Probier jetzt einfach mal rum. So, ich glaube, der Elch kommt als erstes. Der Moose. Als letztes kommt die Löwin, würde ich sagen. Weil sie hat Ohren. Ist glatt. Probier jetzt einfach mal. Nee, ist falsch, oder? Vielleicht das. Okay. Warum auch immer das jetzt richtig war. Keine Ahnung. Hell yeah, Gun Time. Ich habe ne Magnum. Die Magnum löst sich leicht aus der Wiege. 357er Magnum. Brauch keine Knarre, um irgendwas Großes zu töten, aber es tut nicht weh. Außer für sie. Sie werden Schmerzen erfahren. Oh, geil. 5 Schuss habe ich dafür. So. Schade, dass ich das Ding noch nicht runterschubsen kann. Hier wollen wir den Schmetterlingsraum. Kann ich den öffnen? Ich dachte, ich brauche dafür einen extra Schlüssel. Aber er sagte ja schon, ich kann jetzt jede Tür öffnen. Der Ballroom, okay. Ich bin's hier rein. Da ist eine Frau. Hey, seltsame Lady, bitte erscheinen Sie wieder und reden Sie mit mir. Einfach so zu verschwinden ist ziemlich seltsam. Die hat's gebrannt, ja? Ja, immovable amount of rubble. Na toll. Irgendwas erregt deine Aufmerksamkeit? Shotgun, sehr gut. Eine Pflanze. Eine Pflanze. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Weil der Schmetterlingsbrosche glänzt gegen den vom am Sturmlicht oben. Kann sehr leicht entfernt werden. Ich höre dich, Donner. Ich bin dein Bruder. Wir sind der Donner. Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Ist das dein Ernst? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ah, komm, nehme ich ihn jetzt. Ey, was soll das? Warum bin ich jetzt gestorben? Warum? Ich verstehe es halt nicht. Ich habe schon gewusst, es ist wieder eine Falle und ich sterbe. Ich werde zu alt für diesen Scheiß. Denke ich mir aber auch. Wo zur Hölle bin ich? Und was zur Hölle ist dieser komplizierte Techno-Crap hier? Das Letzte, das ich mich erinnere, ist, dass wir die Tür eingebrochen haben. Und was ist aus dem Team geworden? Ohne den Captain, haben wir keine Befehle. Aber hey, ich habe die ganzen Waffen, nur keine Munition dafür. Richtig gut. Oh, ist das ätzend. Suche den Garten, die neue Mission ist zu entkommen. Ist mir egal, ich folge keine Anweisung von Computern. Aber ich wollte sowieso in den Garten. Ach Leute, das ist. Wow, ich habe nicht mal Heilung dabei. Ja. Crack the dose. Oh, sehr gut, jetzt habe ich das dabei. Okay, das macht mich halt ein bisschen sauer, dass ich jetzt wieder. Ah! Ich wollte ihn nicht verlieren, das ist doch Kacke. Was ist, wenn ich jetzt alle verliere? Ist dann Game Over wahrscheinlich, ne? Okay, das ist halt dumm. Ich weiß nicht.
Ich weiß halt echt nicht, was ich jetzt machen soll. Wie ich das, die Brosche da rauskriege. Hier geht's die Leiche von ihm hier. Ja. Diese Verbrennungen sind elektrisch, vielleicht... Ja, ein Stromschlag von oben. Mit so viel Volt hat er ja keine Chance. Du durchsuchst die Leiche. Ich krieg die Schuss wieder. Boah, ist das kacke, ey. Was mache ich jetzt wegen der Brosche? Ich weiß genau, ich sterbe da wieder. Da gibt es keine Hinweise drauf, oder? Außer die Einschlagstellen da, diese Blitze. Und man sagt ja echt, der Blitz schlägt niemals an dieselbe Stelle ein, oder? So, warte mal, hier. Wie war das mit dem Schachrätsel? Hier. Ach, da war doch noch was. Final Victorious Moves. Keine Notizen. Hier. Wenn die Reihen der Weißen und die Nummern der Sphären sich kombinieren, wird das Schild des großen Ritters fallen und in deine Hände fallen. The Rows of White and Numbers of Spears combine. Warte mal, ich fange aber eins an. Das ist der König. Bei zwei, das sind auch schwarze Figuren. Bei drei ist der Bauer. Bei vier ist ein Bauer. Bei... Warte mal. Schreib mir das mal auf. So. Also König. Bauer. Und Turm am Ende. Hä? Aber das geht doch gar nicht. Warte mal. Also König. Ich weiß halt nicht, müssen die einzeln sein oder was? Königin Turm. Also König ist wohl die erste. Zwei ist ein Bau... Warte mal, ich muss nochmal hier die Small Note. Acht. When the rows of white and numbers of spheres combine. Nummern der Sphären. Field of great shall, night shall be mine. Numbers of spheres combine. Nummer der Sphären? Ah, ich verstehe das nicht. Numbers of spheres. Warte mal, es sind vier Bauern jeweils. Sind drei Türme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht weiße. Und acht schwarze Figuren. Gibt aber auch nicht so viel Sinn. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ist okay, nehme ich. Ist okay, ich hab... Es waren halt die einzigen weißen Figuren, die da standen. Das war kein Springer, kein Läufer, oder? Na. Nimm den Schild, ja. Er fällt in deine Arme. Und jetzt sterbe ich, ne? Was? Gibt's hier eine verdammte Statue an diesem gottverlassenen Ort, die sich nicht bewegt? Oh nein. Durch die Magna... Ah, cool, er lädt einzeln, ja.
Ich habe ordentlich Schuss für die Pistole gehabt. What the hell? Aber hey, ich habe den tollen Schild jetzt. Wo ist... Ist der hier? Shield. A heavy iron shield protects properly oriented. When properly oriented. Ist das dein Ernst? Ich habe jetzt eine Verteidigungswaffe bekommen. Okay, so, dann kann ich das schon mal wegstreichen. Das kann ich wegstreichen. So. Ja, cool. Was haben wir denn noch alles? Hier haben wir noch ganz viele Türen zum Öffnen. Boah, Leute, ey. Machst du was mit bei dem Spiel? Aber ich find's halt echt cool, ne? Ich hab halt echt Schiss davor, diese verdammte Brosche zu nehmen. Na? Kannst du mal die Waffe laden? So. Die Kreaturen, was sind das für Viecher? Sie sehen aus wie ein Monster, aber... Wird auch alles andere sein. Ein grünes Kraut! Meine Familie hat mit diesen Dingern gekocht, als sie krank waren. Der Lieutenant könnte wahrscheinlich eine Art Lösung, also Heilung daraus herstellen. Oh Gott, ein Spiegel. Kleine schwarze Insekten krabbeln über das verdreckte Leinen. Ja, Kowalski könnte was daraus herstellen, aus dem Zeug, ne? Mal wieder. Ah, ich find's so schade, dass ich ihn verloren habe jetzt. Ist doch ätzend. Oh, shit. Oh. Hat schon gereicht. Ah ja, das Kind fühlt keinen Schmerz und seine Augen wurden leuchten jetzt im Dunkeln. Also November 1896 übrigens. Sie scheinen durch die schmutzigen Streifen, durch die schmutzigen Stangen in seiner Zelle. Zu allen Seiten sitzt er umgeben von dem verbleibenden, also den lebenden Verbleibenden des der Hausangestellten. Sie schreien. Weil sie verhungern, sie haben Schmerzen und sie leiden. Der Junge starrt einfach nur. Meine Experimente gehen weiter. Ich werde dieses Leiden der anderen rekreieren, das die Anpassung pro Liabilities. Nochmal Liabilities. Auf jeden Fall werde ich weitermachen mit der göttlichen Iteration und die wieder erwecken, die ich verloren habe. Nichts soll mich von diesem Pfad abbringen. Geschlossen. Ah, okay. Kein Effekt. Eine Kiste, aber sie ist verschlossen. Spinnenweben. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich bin nur besorgt. Sieht aus, als hätte jemand ein Lockpick hier drin verloren. Stopp! Boah, das waren sie alle. Oh mein Gott. Kleine Kiste. Sie ist verschlossen. Shotgun Cash. Jetzt werde ich. Habe ich Shotgun-Munition. Geil. Shotgun Shells. Oh, wie gut. Jetzt kann ich alle Schlösser knacken. Aber auch wieder natürlich Riesenspinnen hier.
Oh, Kinder, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, noch mehr Leute zu verlieren die ganze Zeit. Ist doch scheiße. Ich kann ewig nicht nachladen zwischen den Räumen, warum auch immer. Was soll denn hier? Vogelkäfig. Tigak Vogelkäfig, da ist eine Art Kurbel drin. Der ist verschlossen. Oh Leute, das Spiel macht mir gerade immer mehr Angst, weil alles ist halt so schnell vorbei hier. Ne, warte, ich hole mir jetzt erstmal. Oh oh. Nerviges. So. Ich hole jetzt erstmal alle Kisten, die gelockt sind, noch. Bevor ich das ganze Stück laufen jetzt. Ey, das mit dem Blitz ist aber auch einfach nur fies. Ich weiß halt. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt bekommen. Mach ich jetzt mal so. Es war einfach nur. Sterben, mal wieder. Und wie gesagt, wenn ich alle verliere, ist wahrscheinlich Game Over, vermute ich mal. Habe ich nicht so Böcke drauf. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ach, Gemeinheit. Ich habe ja irgendwie gehofft, mit dem Injektor kann ich zum Beispiel mich vielleicht schlafen legen und dann oder andere wiederbeleben. Die jetzt gerade erst. Die habe ich da schon ein bisschen länger auf dem Gewissen. So, da ist das Alchemielabor. Da weiß ich, dass ich nämlich noch eine Kiste hatte, die ich anlocken konnte. Oder suchen wir den mal. Die erinnern mich an einige Dörfler, die ich gerettet habe mit Vincent. Also die Vincent und ich gerettet haben, lang vor unseren Tagen bei Arius. Ich glaube, er ist so einer der normalen. Der ist nicht irgendwie. Also der ist halt einfach langweilig, der Typ wahrscheinlich. Er ist nicht so ein Verrückter. So. Magnum Tuning Kit. Hätte ich das geholt, bevor ich diese scheiß Brosche genommen habe. Oh, da sind wieder welche. Nee. Das ist so ärgerlich. So ärgerlich. Dann haben wir alles geöffnet, ne? Fällt jetzt auch nichts mehr ein, wo ich noch, ja, wo ich noch was machen könnte mit einer Kiste. Oder? Wenn der Lieutenant seine Hände auf die richtigen Teile an der Werkbank bekommt, denke ich mal, er kann sie gut nutzen. Ach, Kinder. Wie gesagt, nochmal spielen will ich jetzt auch nicht. Ah. Oh, Scheiße. Okay.
war... Gas. Geht nicht anders. Warum kommen hier so viele Gegner auf einmal wieder? Ist noch einer. Oh nein, das ist so ein Werfer. Das war knapp. Noch einer. Scheiße. Au. Oh nein, hier ist die Hummel. Das heißt jetzt auch wieder so eine Todesfalle. Oder? Bilder? Ein Fluss erstreckt sich an den Horizont, aber der Knopf darunter wurde schon gedrückt. Eine Hummel. Plump und von Pollen bedeckt. Sieht aus, als müsste hier ein Gemälde hin. Ah, da kann. Der Umriss ist zu sehen. Eine Abbildung vom Tod. Gruselig. An meine Familie. Geliebte Blüte, mein Kind. Hummel und Schmetterling. Als wenn der. Während der Tod weiter anhält, werden unsere Herzen schmerzen. Heiligter Fluss, endloser See. Da ist ein Knopf. Ich hole erstmal das Herz. War das im Storage Room? Warum hat man das nicht gleich schon mitnehmen können? Schon wieder so einer. Beinahe schon wieder gestorben. Die Typen, die Sachen werfen. Schlimm, sowas. Ich könnte auch einfach mal Schrot verwenden, weil ich habe ja eh genug. Ich krieg ja immer wieder Reserve. Aber auf die Entfernung bringt es halt nicht sehr viel, ne? Warte mal, ich bin so doof, ich könnte es natürlich mit dem Schild abwehren, ne? Diese Wurfwaffen. Sollte ich mal probieren vielleicht. Jo, 30 Schuss. Ah, das ist so ärgerlich, dass ich meinen Kumpel verloren habe. Mein liebsten Dumbatz, mein Dulli. So, das ist das Bild. Reiche Menschen stellen immer unschätzbar wertvolle Dinge in Lagerräume. Hä? Warum nimmst du es nicht mit? Verstehe ich nicht. Ah ja. Hallo. So, warte mal. Oh. Leid. Ein Kind, unschuldig. Ja, die... Das Bild, es kann gesehen werden. Ein See und eine Blume. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Und dann mache ich mir Notizen. So, an meine Familie. Also Blume, würde ich sagen. Blüte. Gerade auf mein, das Kind. Hummel, Schmetterling. Hummel... Schmetterling. Ich schreibe so schön, das kann keiner lesen, außer mir. Ich hätte Arzt werden sollen. So. Our death and. As death endures. Tod, also der Totenschädel. Herz. Ja. Der Tod, Herz. Dann der
plus. Und dann der See. Okay, ich wette, das muss ich jetzt vorher machen. Press it. Okay. Genug mit diesen dummen Gemälden oder dummen Bildern. Wer auch immer das gemacht hat, hat all die anderen im Anwesen auch gemalt. Und ich mag keine davon. Okay. Also erst die Blume. Ey, da ist irgendwo wieder eine Todesfalle hier versteckt. Es ist so zum Kotzen. Eine Blume. So. Dann das Kind. Das geliebte Kind. Dann, das ist die Hummel. Bumblebee. Und wo ist der Schmetterling? Der See. Scheiße. War es jetzt ein großes oder kleines Bild, das Herz? Ich glaube, es war ein großes, ne? Hier nochmal gucken. Kann ich nochmal gucken? Okay, danke. Nicht, dass es mich gleich wieder tötet. Habe ich irgendwo das Bild eines Schmetterlings gesehen? Nicht, dass ich mich jetzt erinnere daran. Das ist das kleine Bild. Okay. Also Herz, kleines Bild. Kommt erst das große. Meine Notizen sind halt genau in der Mikro. Ist voll gut wieder mal. So. Also erst das große Bild. So. Der Schmetterling. Rot. Herz. Der Fluss. Dann der See. Ich hoffe, es war richtig. Habe ich jetzt vielleicht das Wappen oder sowas? Hä? Ach, verdammt. Nochmal dann. Blume. Kind. Hummel. Schmetterling. Rot. Herz. Fluss und See. Das Mannequin eines jungen Mädchens. Da ist ja ein kindergroßes Mannequin, das ein Kleid trägt. Eine kleine goldene Brosche, geformt wie eine Hummel, ist auf ihre Brust gepinnt. Nimmst du die Brosche? Kann leicht entfernt werden. Dieses Haus ist... Ja, es knackst immer irgendwo was. Aber irgendwas hat sich gerade mechanisch angehört. Pass auf deine Schritte auf, alter Mann. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Unglaublich. Ja, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt muss ich oben wahrscheinlich den Schmetterling irgendwie noch kriegen. Und ich weiß nicht wie, ohne zu sterben. Ich habe keinen Bock mehr, ne? Ich will nicht mehr sterben die ganze Zeit. Also wie gesagt, nochmal spiele ich es jetzt nicht. Es ist vorbei. Der Spaß. Okay. Dass er nicht automatisch nachladen kann nach so einem Kampf. Vielleicht hätte ich auch erstmal hier gucken müssen, weil da... Okay. Das Mädchen. War das das kleine Mädchen? Sie hat fast ausgesehen wie... Nein. Vielleicht gibt es hier einen Hinweis darauf. Der Pflanze.
Eine hölzerne Butter, Schmetterlingsbursche. Nein, oder? Nein, ich hätte die austauschen müssen. Ach, wie scheiße. Das war der Fehler. Ich habe die nicht ausgetauscht, verdammt nochmal. Boah, jetzt ärgere ich mich aber richtig hart gerade. Ich habe ihn einfach gekillt. Aber hier war die Kurbel. Badezimmer, da war ich schon drin. Oswalds Study im Tower Room. Boah, bin ich gerade ein bisschen sauer, ne? Ich habe meinen Kumpel getötet, weil ich einfach nicht den anderen Raum zuerst gecheckt habe. Muss einem ja auch gesagt werden, dass man die austauschen muss, die Dinger. Schade, dass ich ihn nicht wiederbeleben kann. Die Luft ist dick von Ozon, ich mag das nicht. Okay, es hat ge... Oh Mann, ey. Das war richtig. Jetzt habe ich alle Broschen. Ist den Garten noch auf... Nee, warte mal, der war von der anderen Seite verschlossen, oder? Naja gut, es bringt jetzt ja nichts, wenn ich mich darüber aufrege. Oh nee, ich kann doch öffnen. Warte mal, ich habe eine Idee, wo ich die einsetzen muss, die Broschen. Hm? Dining Room noch was? Nee, ich bräuchte doch den Pfeil für den kleinen Cupido. Was bräuchte ich noch? So, warum ist hier ein Sarg? Butterfly Brooch. Gott, hilf mir! Dass ich gerade dabei bin, diese arme Person zu entweihen. Der Sarg öffnet sich. Ich mag es nicht, Dinge aus Särgen zu nehmen. Ist das dein Ernst? Das war einfach nur ein Bonus? Ich hätte das gar nicht machen müssen. Ja, sie machen sich über sie lustig. Sie machen sich über meine gesamte Familie lustig. Die werden nicht damit von... nicht da... davon kommen damit. Achso, ne, ich habe die immer noch. Dann, ein totes Kind wäre wahrscheinlich mehr, als ich hätte aushalten können. Okay. Hab ich hier noch was? Oh, Munition. Da muss ich auch nicht mehr runter jetzt. Ich wollte eigentlich doch mal auffrischen, die Munition. Warum liegt hier wieder alles? Okay. Ach, naja. Ich hätte jetzt zwei Upgrades gehabt, aber ist ja auch wurscht. Ne, doch, ich muss doch nochmal in die Bibliothek runter. Side Garden. Art Gallery Storage Room. Habe ich im Storage Room nicht eine Kiste gehabt? Große Kiste, ja. Okay. Warte mal, ich gehe mal in den Keller. Ich glaube, ich hatte da auch noch eine Kiste irgendwo zum Knacken, oder? Sei ich mich jetzt auch gerade irre. Aber bevor ich jetzt in den Garten gehe... Warum hatte ich drei Plätze? Rodriguez. Voll doof, ey. Aber vielleicht leben sie am Ende ja alle wieder. Das wäre ganz nett. Hier meine ich, dass ich hier was übersehen hatte. Warte mal, funktioniert der Aufzug? Nee, ne? Werde nicht funktionieren.
Ja. Ah, komm, wir gehen wieder hoch. Aber gut, was hat Reserve jetzt mittlerweile? Hier nicht eine Kiste? Nee, auch nicht, ne? Oh, Munition ist hier. Taucht ja immer wieder mal auf. Ich hatte sogar noch den richtigen Instinkt, wenn man überlegt. Ich habe die Brosche wieder zurückgepackt. Escape to the back garden. Das ist der Heli. Amiga! Hoffentlich hat keines von diesen Tieren mit deiner Maschine irgendwas angestellt. Du! Lustiger Outfit, Mann. Gib den Helikopterschlüssel her. Na toll. Ich hab genug davon, Caron. Magnum. Ja, doch, nimm sie. Was? Wenn es an mir gelegen hätte, wären wir in der Front des Hauses gelandet. Wir haben sowieso die Haupteingangstür aufgebrochen. Irgendwas ist oben auf dem. Oh, noch ein Magazin. Cool. 69. Ich habe 69 Kugeln. Was? Connection lost? Okay. Will ich mal hinterhergehen? Oder ist die. Ich gucke erstmal die andere Seite. Was führt mir beides hier hin, wie es aussieht? Also ja. Bleib stehen, das ist deine letzte Chance. Sehe ich etwa Dinge? Ist er gerade durch das Tor gelaufen, als wäre es gar nicht da? Fuego, also Feuer. Dieser verdammte Idiot hat irgendwas vor. Wer zur Hölle war das? Ich sollte mit Türken im Labor reden, sie wissen vielleicht, was zu tun ist. Muss ich jetzt irgendwie drei Bosse besiegen oder so? Das wäre super. Könnte das bedeuten? Kraken? Kraken? Wollte ich die Parts eigentlich nicht so lang machen? War da nicht was? Nee, das war beim anderen, bei Invincible. Ich bin dahin gegangen, wo du mich hingeschickt hast. Alles hat damit geendet. Also es ist damit geendet, dass mir ein Arsch die Schlüssel geklaut hat. Zugang zum hinteren Garten confirmed. Ja, und ich bin dorthin gegangen und habe nur gesehen, wie dieser Arsch weggerannt ist mit den Helikopterschlüsseln, die wir brauchen, um hier wegzukommen. Meister ist in Gefahr. Befolgen ist die einzige Lösung. Ein weiterer Schlüssel wird benötigt. Suche das Gartentor ab. Was? Also suche einen weiteren Gartenschlüssel im dritten Stock dieser Struktur. Bereite dich auf einen harten Kampf vor. Mission ist entkommen. Okay. Warte mal. Bevor ich jetzt den Part beende, ich will mal was versuchen. Jetzt habe ich ja das Serum dabei. Vielleicht kann ich ja. Kann ich ihm das Serum verabreichen und er lebt wieder? Nee, das glaube ich jetzt nicht, oder? Glaube ich jetzt nicht, aber ich will es trotzdem nicht ausschlagen. Weil ich hatte eben kein Serum dabei, jetzt habe ich es doch. Warum sind die ganzen Rüstungen weg? Ach, da hinten geht es ja hoch, genau. Oh mein Gott, ich muss jetzt drei Rüstungen besiegen, oder? Am Arsch. Meine Waffen sind nicht verbessert. Das wird ein Träumchen, Leute.
Naja, komm, ich beende mal den Part. Wie immer, Dankeschön fürs Zusehen, für die Likes und für die Kommentare. Nächstes Mal, denke ich mal, ist schon das Finale angesagt. Wenn ich da überhaupt hinkomme mit ihm. Aber die Ritterrüstung war jetzt auch nicht so schwer. Mit der Schrotflinte ging das recht gut. Mit der Magnum sowieso, wo ich mir die aufheben will. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal zu You Will Die Here Tonight. Dankeschön, auf Wiedersehen.